Wie kam es dazu, dass du dich für eine Hochschule der SAH entschieden hast? Also mir war früh klar, dass ich ein zweites Standbein aufbauen möchte und habe dann eben recherchiert, was es so auf dem Markt gibt, was für Möglichkeiten ich habe, habe dann im Freundeskreis ein bisschen rumgefragt und da hat zufällig jemand dort studiert, dann habe ich mir die Internetseite angeschaut und mich informiert und das kam mir sehr gelegen, da dort auch keine Präsenzveranstaltungen sind, die man hingehen muss, sondern man kann und das ist für mich sehr gut, weil ich halt doch terminlich oft gebunden bin durch meinen Sport. Was studierst du genau? International Management, das ist quasi BWL mit ein bisschen Englisch dazu. Und welche beruflichen Ziele hast du dir selber gesteckt? Also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen, das so in 3 Jahren halt nebenbei durchzuziehen und meinen Bachelor zu haben. Dann schaue ich mal, ob ich halt meine Karriere, wie die gerade verläuft, ob ich dann noch ins Ausland gehe und erst ein bisschen Geld verdienen möchte mit Volleyball oder ob ich direkt ins Berufsleben einsteigen will. Und ich denke, mit International Management steht einem sehr, sehr viele Wege offen, auch ganz verschiedene Bereiche. Und ich denke, dass ich auch durch meinen Volleyball schon viele Kontakte in Firmen geknüpft habe, durch Sponsoring und was weiß ich. Und ich denke, dass ich es auf mich zukommen lasse, wenn es soweit ist. Wie schwierig ist es denn, Sport und Studium miteinander zu vereinbaren? Also es geht, man hat durchaus Zeit, natürlich ist man aber halt auch irgendwie geschafft. Wenn man halt am Tag 6 Stunden trainiert, ist man halt auch nicht mehr so fit vom Kopf, noch viel zu lernen. Aber es geht, man muss sich natürlich einteilen, man muss gutes Selbstmanagement beherrschen. Das einzige Problem sind eigentlich die Prüfungstermine, halt einen Termin zu finden, wo man kann und wo man auch davor Zeit hat, zu lernen. Aber wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und versucht, es hinzukriegen, dann funktioniert das auch. Bist du eine gute Studentin? Bis jetzt ja. Ich hoffe, es bleibt so. Ich habe mir auch vorgenommen, das gut durchzuziehen, nicht nur einfach so nebenbei zu machen, sondern dass ich das auch wirklich mit guten Noten abschließe. Wie beurteilst du hier die European Games in Baku? Also bis jetzt bin ich wirklich begeistert. Das ist total beeindruckend, weil ich auch noch nie bei Olympia war. Und so ist es wie so ein kleines Olympia mit dem Athletendorf und dem Feeling. Die Eröffnungsfeier war ein absolutes Highlight, wenn man dann in dieses volle Stadion einläuft. Das ist echt atemberaubend.